Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2. Heute Ranglistenmodus. Ich gehe als Burg rein. Nein, ich nehme nicht die Welcome to Scheißratten. Nova. So, Fürst des Todes gefällt mir schon mal sehr gut. Magischer Schaden ist ansonsten nicht so da. Die sind ganz gut, die sind auch ganz gut. Stich habe ich genug. Ich glaube, ich nehme den raus und pack dafür die Wanderer rein. Weil die kann ich so in den Split stellen. Da halten die ganz schön lange durch. So ein Ding wird das. Drüben ist Yuzora Start. Ich glaube, ich fange tatsächlich mit dem Batman an. Da steht der erst schon mal da. Und da kann ich dann oben die ganzen Waldläufer hinpacken. Elementare und so weiter. Und dann geht der Fürst des Todes ab. Gerade die ersten Wellen sind ja noch ganz cool, aber dann später brauche ich auf jeden Fall magischen Schaden. Green Devil ist hier. Drüben ist ein Sarg. Double Lock in Yuzora und Sarg. Okay. Ist eine seltsame Combo, aber wir werden sehen. So, es ist die Frage. Ich glaube, zwei reichen. Magie. Haufen Fürsten des Todes hinpacken. Macht sicherlich Sinn. Da muss ich aber dann so in einem Kreis aufstellen, damit das funktioniert. Ich kann Worker nehmen, ich habe eine Schnecke bekommen. Ja, der kämpft noch. Jetzt kann ich schon mal so ein bisschen splitten auf jeden Fall. Und später packe ich dann dort die ganzen Wanderer hin. Schicke Doppelschnecke raus. Gegen den Sarg. Schon wieder eine Schnecke geschickt. Der gönnt mir aber. Ich glaube, wir einfach nur Einkommen haben. Für seinen Green Devil. Schicke mal eine Echse rein. Mal gucken, wie er nächste Runde so übersteht, wenn er nichts hinstellt. Machen wir das erstmal so. Stichschaden habe ich auf jeden Fall genug. Daran mangelt es mir gar nicht. Doppelschnecke. Kehrt Masken. Das heißt, ich könnte auf 6 was schicken. Auf 6 könnte ich gut was schicken. Ja, locker. Locker geschafft.
Eben ist eine Echse durchgekommen, aber ist nicht so schlimm. Zwei Elementare. Ich werde wahrscheinlich dann die Fürsten des Todes weiter hinten aufbauen, damit ich genug Platz habe, um den Magier auszunutzen. Weil der Vampir bringt mir hier nichts bei den Einheiten. Da macht das sehr wenig Sinn. Blut geht schon mal mit rein, dann werde ich wahrscheinlich noch eine Echse mit reinpacken. Ich weiß nicht, ob die nötig ist, die Masken sind jetzt nicht so stark. Ich werde diese Runde keinen Broker holen, weil ich nicht so viel Verteidigung habe gegen ihn in seinem Aufprall. Gehe ich lieber auf Nummer sicher und baue diese Runde noch mal ein bisschen mehr hin. Dafür baue ich dann nächste Runde mehr Broker. So, wir könnten den Wanderer jetzt hinstellen. Klingt auch nicht schlecht. 46 übrig. Ja. Mit zweiter Blut kriege ich nicht mehr zusammen. Muss es so gehen. Hör mit. Diese Wave habe ich wirklich Probleme. Ich hätte ihn doch verhärten können. Ich kann es vergessen, dass er so eine Fähigkeit hat. Wahrscheinlich blocken. Ich werde nicht blocken. Okay, das heißt weiter King aufwerten. Ah, da könnte durchkommen. Also ist es gar nicht so verkehrt. Dass ich ihm was geschickt habe, auf jeden Fall. So, Stich haben wir auf jeden Fall genug. Ach, es bleibt immer so wenig Knete noch übrig. Das nervt mich so ein bisschen. Weil ich will es nicht noch so ein Teil hinstellen. Ich belasse es einfach dabei. Und hol dann eher einen Worker noch raus. Wurzelqualle ist mit da. Okay. Also kann ich auf Stichwaves gut senden. Die neuen beispielsweise. Das klingt sehr gut. Die dicken Green Devils halten halt übelst viel aus für den Anfang. Da muss man schon ein bisschen zusammensammeln, um da durchzukommen. So, das sollte auf jeden Fall reichen, um die Wave zu überstehen. Was schicken wir denn da? Stich ist auf jeden Fall schon da. Eine Mole wäre cool. Eine Mole wäre auf jeden Fall nicht schlecht.
Okay, der hat ganz schön verkackt dafür, dass er nur ein Dino geschickt bekommen hat. Ich krieg bestimmt noch eine Brute zusammen, mal sehen. Sollte eigentlich gerade so klappen. Ja. Haut hin. Oh, ich könnte jetzt noch einen zweiten Golem hinpacken, rein theoretisch. Mach das aber lieber so. Dass rechts noch ein bisschen mehr abgefangen wird. Ein Fürst des Todes hat er jetzt schon. Okay, er hat schon den zweiten Drachen geholt. Aber es sieht gut aus. Mol ist down. Jawohl. Jawohl. Das ist gut. Jetzt schicke ich was, weil der sammelt. Der wird mir nächste Runde schicken wollen. Ja, alles cool. So, das bedeutet, wir werten die drei auf, verhärten den Golem, damit er ein bisschen stärker ist jetzt die Runde. Und das wird schon viel ausmachen. Das wird schon echt viel ausmachen. Mit der Blume. 200. Na, schauen wir mal hier rüber. Okay, er hat noch so einen Sturmjäger hingepackt. Ja, sieht gut aus, sieht gut aus. Ich habe geblockt. Sehr schön. Oh, hat wirklich noch sehr gut Leben. Oh, hier aber auch noch. So viel kann ich dann auch nicht abwehren. So. Jetzt kommt der Fürst. Ich könnte... das so machen, dass ich ihn dahin stelle und dann rundum noch andere Fürsten hinbaue. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. So, wir gucken mal. Ein bisschen natürliche Verteidigung mit drauf gebaut, ansonsten Arkane. Und Stichschaden hat er nicht so viel tatsächlich. Diese Runde ist der Golem natürlich jetzt ein bisschen schwächer, weil ich den letzten Runde verstärkt habe, der ist er schneller down. Aber es sieht trotzdem gut aus. Er hat wieder durchgelassen. Drei Dinos. Schicken Drachen mit rein. Das macht diese goldenen Beschützer weg. So, was machen wir jetzt? Auf jeden Fall werde ich ihn mal auf.
So. Baue ich einfach noch einen aufgewertet hin. Ist ja schon mal nicht verkehrt. Hermit habe ich noch mit rein. Reicht dafür gerade noch aus. Und dann sollte das Game schon gut aussehen. Wir haben die Königin noch eigentlich nicht mal ordentlich aufgewertet. Oh, ich kriege aber hier ganz schön auf die Fresse. Ich brauche mehr Frontline. Und Stichler. Jetzt schon. Okay, sehr gut, ich bin durchgekommen. Ja, das sollte ich blocken. Vielleicht außer den Stichler. Okay. Karte gefunden. So, jetzt bauen wir hier rundherum noch neue Fürsten des Todes auf. Nächste Runde mache ich dann Upgrade auf ihn. Ich werde jetzt wieder verstärken, damit er mir aushält. Wenn er schickt, schicke ich jetzt auch einfach mal mit. Nein, kein Worker. Ich muss nächste Runde noch überstehen. Ich werde einfach die ganzen Pewis vielleicht noch aufwerten. Je nachdem. Oh, sehr gut durchgekommen. Wirklich sehr gut. Das wird die Runde beenden. Der King hat nicht mal 40% Leben. Gar nicht aufgewertet. Der ist jetzt tot. Sehr gut. Da bin ich gar nicht weiter gekommen mit meinen Fürsten des Todes, dass ich die gut ausnutzen konnte. Ja, das war eine weitere Runde Legion. Schaut doch gerne bei meinen anderen Videos mit vorbei. Lasst ein Abo da, ein Like, wenn ihr mehr von Legion TD2 sehen wollt. Bis dahin wünsche ich euch einen spannenden Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.